Servus Freundschaft, Servus, oder? Servus Adi, da kennst du meinen Enkel schon, den Kevin. Hey, ich bin der Kevin. Servus Andi, grüß dich. Ah, berührt Freundschaft. Mich. Servus Freundschaft. Meinst du, es ist vorbei mit der Streiterei bald? Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, wir Genossen müssen noch aufhören, uns selber zu schlagen. Entschuldigung, jetzt habe ich aber nicht. Das tut mir ganz leid. So, komm. So, dann die Rede. So, ja, Freundschaft, Servus. Das Wetter ist schön heute, das gefällt mir. Ja, wir müssen aufhören, liebe Genossinnen, liebe Genossen, dass wir Politik machen für die Gespritzten, wir müssen für die Gescherten Politik machen. Das ist auf einen Punkt gebracht, nicht so geschraubt reden, sondern normal, einfach normal reden. Mein Slogan war halt, ja, wir kennen es. Das ist mein Slogan, Freundschaft. Wie der Obama, wie der Obama. Wir berühren schon wieder. Vielleicht, kann ich das Mikro haben? Was, vielleicht ist es zu viel, wenn ich sage, was? No Passaran. Was heißt das? Jawohl. So, das Wichtigste ist, dass jetzt die Frage geklärt ist, wer der Opa der Herzen ist. Ich bin dich, Freundschaft. Nein, ich habe nicht gesagt der Opa. Der Opa der Herzen. Und es ist völlig klar, welche Person dann sich die Nadel der SPÖ-Obmannschaft selbst an das Revers hinauf zwingen darf. Wir wissen alle, wer gemeint ist. Wie ihr wisst, bin ich eure Vorsitzende und als solche weiß ich am besten, was für euch gut ist. Wo Not am Mann, wo Not an der Frau herrscht, diese Genossin möchte, dass ich ein Stück des Weges mit ihr nach oben gehe. Bitte, was ich helfe. Na, ich will nicht nach oben, ich will nach unten. Gut. Nach unten will ich. Na also, bitte. Arbeitsart, hat sie es genau gesehen. Ja, das ist typisch Pam, immer schon so. Ja, also man hat früher nicht gewusst, beim Christian Kern ist er für mich, ist er gegen mich, er war so, viele haben gesagt, das ist ein Wende alles. Aber bei Helsen, da kenne ich mich aus und ich sage, Hauptsache ich sitze auf meiner Seite und das gefreut mich sehr, er ist der jüngste Ex-Kanzler. Ja, das ist ziemlich cool von mir, dass ich mich da so herablasse. Ich habe ja einst einen Verlust erlitten, die Kanzlerschaft verloren. Und wenn ich das so höre, lieber Hans-Peter, auch du wirst vielleicht einst einen Verlust erleiden, aber die Kanzlerschaft wird dann in meinen Händen sicher sein. Was ist das? Er benutzt mir da nur als Steigbügelhalter, als Statue, ist ein Frechheit. Na, der wird mich kennenlernen, der Christian. Wir stehen hier am Neusiedlersee mit dem Landeshauptmann Doskozil. Warum stehen wir hier am Neusiedlersee? Ich würde dem Christian gerne noch ausrichten. Es gibt auch Stellen, wo der Neusiedlersee durchaus noch eine gewisse Tiefe hat, gerade wenn man mit Betonpatsch alleine geht. Was ist aktuell die tiefste Tiefe? Genau 1,83. Gut. Schönen Gruß an den Herrn Kern. So geht's zu im Wilden Osten. Und schönen Gruß an den Landeshauptmann. Bitte hören Sie auf, mich so anzustarren. Das ist unangenehm. Ich spür's. Entschuldigung, macht der Gewohnheit. Ich hab nur geschaut, wie groß das Sie ungefähr sein können. Vielen Dank, Masche! Robert Stachel, Peter Hörmannseder. Ja, das war er jetzt, der Maschek-Beitrag dieser Woche. Die einen sagen, das war super, die anderen schaß. So ist es halt. Wie beim Fußball, man kann es nicht allen recht machen. Aber Sie können abonnieren. Jede Woche gibt es dann ein neues Video. Glocke aktivieren, auch nie verkehrt. Kommentar da lassen, liken. Bis zur nächsten Woche.